Runde. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Bundesligaspiel am morgigen Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen. Ich begrüße Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Podium, unseren Stürmer, und Massimo Mariotti, Ex-Profi, Dolmetscher, Scout, alles in Personalunion, der heute für uns übersetzen wird. Ich bitte Sie wie immer um Ihre Fragen, um ein Handzeichen. Wir sind dann schnell mit dem Mikrofon bei Ihnen. Wer möchte starten? Niemand. Gibt es keine Fragen? Bitte schön. Björn Pinnow, Radio 91.2. Ja, Ober, ihr habt ja jetzt eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Morgen Topspiel in der Liga gegen Leverkusen. Mit was für ein Gefühl geht man in dieses Spiel rein? Penso che abbiamo cominciato molto bene. Una buona cosa fare una serie di vittorie così. Ja, wir haben wirklich einen guten Saisonstart gehabt und eine tolle Serie. Und morgen ist es ein Topspiel gegen Leverkusen. Aber wir müssen weiterhin genauso konzentriert Fußball spielen und arbeiten. Und wir wollen versuchen, morgen das Spiel zu gewinnen. Gibt es weitere Fragen? Anne van Eickels, WDR2. Diese Siegesserie gibt ja auch unheimlich viel Selbstvertrauen. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr überhaupt noch verlieren könnt? Questa serie dà molta fiducia in noi stessi. Avete la sensazione che si può ancora perdere? Sì, sì, certo. Lo sappiamo bene. Abbiamo visto che in Europa League questo giovedì abbiamo fatto un po' fatica nel primo tempo, quindi sappiamo che sarà difficile, possiamo anche perdere, certo, però siamo fiduciosi in noi stessi e vogliamo continuare così perché penso che abbiamo tutto per farcela. Ja, wir sind bewusst, dass das im Fußball passiert, dass das gehört zum Fußballspielen. In jeder Lage sind schon bewusst, dass das passieren kann. Man hat es ja auch gesehen in der Europa League, wie schnell das gehen kann, wenn man Augenblick vielleicht die Konzentration nicht hat. Scusa un attimo, cosa hai detto alla fine? Che volevi continuare? Sì, dobbiamo continuare. Siamo fiduciosi in noi stessi, quindi non dobbiamo prenderla alla leggera, però sì, dobbiamo continuare a essere positivi. Ja, wir wollen weitermachen. Wir sind sehr selbstbewusst natürlich, was wir können. Wir müssen sehr positiv denken und weitermachen. Wir wollen sicherlich jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Philipp Oppel für Borussia Dortmund. Das war am Donnerstag auch die erste Partie, die vom Ergebnis her richtig eng war. Was könnt ihr da für Rückschlüsse draus ziehen, vielleicht auch im Hinblick auf die Bundesliga, weil es wartet ja wieder ein harter Gegner am Sonntag? Comunque penso che sarà una partita un po' come giovedì. Nein, das wird genauso ein schweres Spiel wie Donnerstag, ohne Frage. Aber wir wollen versuchen, die unter Druck zu setzen, unseren Rhythmus zu haben im Spiel, um vielleicht den Gegner zu Fehler zwingen. Indem wir den Gegner unter Druck setzen, dann vielleicht unser Sieg dann einfahren. Ich sehe keine weiteren Tor. Philipp Oppel, bitte. Philipp, erst du. Morgen spielt auch dein Bruder gegen die zweite Mannschaft vom BVB. Habt ihr darüber schon gesprochen? Gab es da schon eine SMS oder ein Telefonat? Was hast du ihm gesagt? Sì, gli ho detto di fare gol e basta. Ja, er hat ihm gesagt, er soll ein Tor schießen. Però non vincere. Aber nicht zu gewinnen. Okay. Wir gehen zum Fokus, bitteschön. Zu Vorskor von Fokus. Können Sie erklären, was Thomas Tuchel im Umgang mit den Spielern, also vielleicht in der persönlichen Ansprache, ihnen gegenüber anders macht als die Trainer vorher? Ha detto che puoi spiegare cosa Thomas Tuchel fa in confronto di te, quello che ti dice in confronto di te, a differenza degli altri allenatori? Wow. Schwierige Situation, jetzt geht alles im Raum.
sì, difficile situazione perché qua. Schwere Situation, weil der Trainer hier sitzt. No, però diciamo che ha saputo mettermi buone condizioni subito. Ja, also er redet sehr viel mit mir, er redet mit mir in Englisch, das ist ganz wichtig für mich. Wir machen auch viele Videoanalysen, erklärt mir viel, er zeigt mir viel, das ist sehr wichtig für mich. Er gibt mir auch das Selbstvertrauen, eigentlich, den ich brauche, und das ist das, was er macht. Stefan Schäuble, Sky Sport News HD. Sie haben 13 Tore gemacht im vorletzten Jahr, letztes Jahr 16. Was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenommen? Come l'ho detto, voglio fare i 20 gol in Bundesliga quest'anno. Ja, also mein Ziel sind 20 Tore in der Bundesliga zu erzielen. Ich habe eine Wette mit dem Trainer gemacht, dass ich das Ziel erreichen möchte. Und ich möchte mich vor allen Dingen, verbessern. Nach den 10 Siegen ist die Euphorie um den Verein wieder relativ groß. Im Stadion wird von der Meisterschaft gesungen, in den Medien vom neuen, wieder auferlebten Klassiker mit Bayern München gesprochen. Ist das was, was euch auch antreibt, in diesem Jahr den Bayern wieder Paroli bieten zu können und am Ende um die Meisterschaft zu spielen? Können Sie nochmal die Frage wiederholen, bitte? Entschuldigung. Die Euphorie ist wieder relativ groß. Die Medien schreiben vom Zweikampf mit Dortmund und Bayern. Ist das was, was die Spieler nach diesem guten Start jetzt auch antreibt, das durchzuziehen und am Ende um die Meisterschaft zu spielen? Sicuramente abbiamo cominciato bene, anche se tutti lo sanno che il Bayern è favorito. Also Bayern für fast alle ist ganz klar der Favorit. Klar, wir wollen denen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Viele haben die Euphorie jetzt, weil wir haben einen sehr guten Start gehabt. Aber ich eigentlich habe das schon gesagt, dass ich, alleine ich, glaube, dass Bayern diese Saison nicht Meister wird. Giusto. Posso anche sbagliare, però il mio kann pensiero. Sich auch vertun, aber das ist seine Meinung. Ja. Anne van Eickels nochmal. Du hast die Wette gerade angesprochen mit dem Trainer. Warum habt ihr denn gewettet? Ich bin da so ein bisschen neugierig. Ha detto che hai parlato di questa scommessa. Perché avete scommesso con l'allenatore? Hai parlato di questa scommessa? No, cioè, non è esattamente una scommessa, però vi farò sapere a fine stagione, vi farò vedere qualcosa. Qualcosa da farvi vedere però alla fine della stagione. Ja, es ist nicht wirklich eine Wette, aber lasst euch mal überraschen, Ende der Saison, wenn das klappt, dann werde ich das halt zeigen, worum es eigentlich ging. Vielleicht ist es ja eine Maske, wer weiß. Nein, eine Maske. No, ancora meglio. Wir gehen zu Bijan. Noch besser wie eine Maske. Bijan aufs Kamerapodest, bitte. Herr Ober, Sie haben zuletzt ein paar Mal überrascht beim Elfmeter mit dem Panienka-Technik, bei der Sie den Ball direkt unter die Latte gelupft haben. War das Ihre Idee? Hai sorpreso tutti con il calcio di rigore perché hai detto il primo l'hai creato in un modo, il secondo hai fatto il chip sopra il portiere sotto la traversa. È stata la tua idea? Lo fai sempre così? Sì, diciamo che non so, già l'anno scorso il portiere Ziller era un po', non so perché ha arrabbiato un po' con me, non lo so, perché era un po' aggressivo con me. E... Sì, vai. Ja, also wie gesagt, letzte Saison war der Torwart von Hannover Ziller so ein bisschen aufgeregt auf mich, ein bisschen sauer auf mich, ich weiß nicht warum. Ho avuto l'occasione di avere due rigori e... Sì, non è una presa in giro, però è un calcio di rigore normale. Volevo fare gol, quello è il punto. Volevo veramente fare gol e sapevo che andrà bene fare la panenka. Ja, also ich eigentlich wollte ich den Torwart nicht, ich sag mal so, für mich als Übersetzer jetzt veräppeln oder so. Nein, wollte ich gar nicht. Für mich war einfach das Ziel, beim Elfmeter ein Tor zu erzielen. Und die Art und Weise ist eigentlich egal. Mein Ziel war es aber, ein Tor zu erzielen. Und so habe ich das auch gemacht. È un modo di tirare. Es ist eine Art zu schießen, die Ober hat. Ho avuto un po' paura di prendere la traversa, però è andata bene. Er hat ein bisschen Angst, die Latte zu treffen, aber ist gut gegangen.
Zeit für eine Frage und eine Antwort hätten wir noch, wenn es denn den Bedarf nach einer Frage gibt. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei Ober, bedanke mich bei Massimo. Vielen Dank fürs Kommen und wir Dankeschön. Tauschen und nehmen den Trainer mit aufs Podium. Willkommen, Thomas. Und wir starten auch hier gleich mit den Fragen heute an dich. Bitte um rechtzeitiges Handzeichen. Es dauert immer ein bisschen, bis es anläuft, aber Anne van Eickels übernimmt den Part. Bitte schön. Ja, Leverkusen ist eine Mannschaft, die unbedingt oben mitspielen möchte. Ist das so bisher, abgesehen jetzt von Gladbach, aber das ist ja eine andere Situation im Moment, so der härteste Prüfstein bisher in dieser Saison aus Ihrer Sicht? Nee, glaube ich nicht. Aber gar nicht, weil wir Leverkusen nicht stark einschätzen, sondern weil ich habe das mehrfach jetzt gehört und mehrfach wird das auch an uns herangetragen, dass es ja jetzt der echte Prüfstein kommt. Wir haben gegen Gladbach in der Situation gespielt als Gladbach. Im ersten Saisonspiel waren sie Rückrundenmeister, waren die beste Mannschaft im Kalenderjahr. Und wir mussten uns neu finden und dann nach der Situation in der letzten Saison neu aufstellen. Und außerdem geht es darum auch gar nicht, ob wir das vorher als schwerstes Spiel einschätzen oder als leichtestes Spiel. Das gibt die Liga nicht her, das gibt die Konstellationen nicht her. Schauen Sie mal, letzte Woche Bayern gegen zu Hause gegen Augsburg, Leverkusen zu Hause gegen Darmstadt in Schalke und so weiter. Wer möchte jetzt dann sagen, dass das keine schweren Aufgaben sind? Und deshalb gehört auch zu einer Leistung, die wir erbracht haben mit den 10 Pflichtspielen, gehört zum einen, dass wir sehr kritisch mit uns selber sind und selber hohe Ansprüche haben, aber es gehört auch dazu, dass wir es als Leistung anerkennen. Und zwar uns freimachen davon, von den Konstellationen und unsere Leistung wissen, wann haben wir eine gebracht. Und dass wir morgen natürlich gegen eine Top-Mannschaft aus der Champions League spielen, ist klar. Aber es macht, glaube ich, wenig Sinn, das in eine Wertung zu bringen. Ah, jetzt ist aber mal ein richtiger Prüfstein. Wer weiß das schon? Und außerdem haben wir vor 2 Tagen, glaube ich, gegen fast einen Champions League-Teilnehmer aus Russland gespielt. So, wer möchte das bewerten und wer möchte die Hand heben und sagen, so, die 10 Siege sind aber jetzt nichts wert? Also, für uns haben sie sich wahnsinnig anstrengend angefühlt, alle miteinander. Und alle Situationen, die wir spielen mussten, waren so, dass wir uns konzentriert haben und Leistung gebracht haben. Und manchmal geht dir das ein bisschen leichter von der Hand, weil der Spielverlauf danach ist, weil die Tagesform, die Konstellation das hergibt. Und manchmal wird es richtig kompliziert. Und in der Ausgangslage vor jedem Spiel gehen wir erstmal davon aus, dass es kompliziert wird. Und deshalb sind wir im Moment dabei, uns davon zu lösen, von den Umständen und uns da ganz bei uns zu bleiben. Und wir sind uns sehr sicher, dass wir morgen eine absolute Topleistung brauchen und das Beste brauchen, was wir zurzeit in der Lage sind zu spielen. Das schon. Wie es dann wird und in welcher Form wir morgen auf dem Platz stehen, in welcher Verfassung und in welcher Verfassung Leverkusen gegen uns spielt, dann sind wir alle keine Hellseher, da müssen wir einfach geduldig sein und abwarten. Aber wir gehen fest davon aus, dass wir das Beste brauchen, was wir haben. Wir fühlen uns aber umgekehrt auch bereit dazu. Jörg Weiler von der Bild-Zeitung, wenn man mein Mikrofon einmal lauter machen könnte. Jörg Weiler von der Bild-Zeitung, bitte. Herr Tuchel, wie weit ist Marco Reus? Kann er von Anfang an spielen oder ist das nur ein Risiko? Beides. Ein Risiko ist ja immer dabei, nach einer Verletzung zu spielen. Aber Marco hat voll trainiert, ohne Einschränkungen trainiert und wird das heute auch nochmal machen. Macht eine kleine Extraschicht jetzt gerade oder hat die gerade beendet. Trainiert nachmittags um 17 Uhr dann nochmal mit der Mannschaft und dann treffen wir die Entscheidung. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass er schmerzfrei und ohne Einschränkungen nachher mit uns trainieren kann. Bitte. Mit den 10 Siegen aus 10 Spielen hat der Verein einen historischen Rekord aufgelegt. Sie haben am Anfang, waren Sie davon ausgegangen, dass es Schwierigkeiten geben würde. Inwieweit sind Sie selbst überrascht, wie gut es bisher läuft und woran liegt das aus Ihrer Sicht? Überrascht. Überrascht nicht, weil wir auch nicht davon ausgegangen sind, dass es Schwierigkeiten gibt, sondern dass es sie geben kann. Weil wir bescheiden rangegangen sind und uns nicht... Und uns auch erlaubt haben, die Strapazen der Vorsaison anzuerkennen, auch die physischen Strapazen neben dem psychischen der Vorsaison, ja, und deshalb auch die mentalen Strapazen, so wollte ich es eigentlich formulieren. Und
deshalb waren wir auf alles vorbereitet und haben dann sehr schnell den Fokus auf uns gerichtet und haben versucht, sehr schnell mit der Mannschaft eine Bindung herzustellen, zu den Spielern eine Bindung zu kriegen und zu einer Einheit zu werden. Und weil die Mannschaft dafür sehr offen war und das herausragend gut gemacht hat bis hierher, konnten wir den Weg so einschlagen, wie wir ihn eingeschlagen haben. Und ja, klar, jetzt ist die Kunst da, das Tempo drin zu halten. Deshalb sind wir auch nicht überrascht, aber wir sind natürlich sehr angetan davon, auch im Trainerteam und auch ich persönlich. Da gilt der Mannschaft auch ein dickes Kompliment und das ist die große Leistung, die darunter liegt und die nicht so offensichtlich ist, aber die darunter liegt, diese Bereitschaft und die Lust auf Leistung und damit sind wir sehr glücklich, sehr zufrieden und versuchen die Mannschaft da drin zu halten, versuchen hungrig zu bleiben, auch hungrig zu bleiben auf die Art, so weiter Fußball zu spielen und wollen damit morgen den nächsten Schritt machen und wollen uns damit auch nicht limitieren, auch selber in unseren Gedanken nicht limitieren, nicht zu weit den Kopf heben, nicht zu viel Gedanken darum machen, was möglich ist, was nicht möglich sein kann oder so oder was nicht klappen kann. Vielleicht hätten wir vorher gesagt, aus den ersten 10 Spielen sind wir mit weniger zufrieden, so deshalb ist doch gut, dass wir gar nichts gesagt haben, sondern jeden Schritt einzeln gegangen sind, weil dann merkt man, dass unterm Strich sogar 10 Siege möglich sind, die vielleicht vom Standpunkt Null aus eher wie ein riesiger Berg oder ein unüberwindbares Hindernis gewirkt hätten. So, und deshalb ist das der Weg, in dem wir uns wohlfühlen. Und so funktioniert auch in allen anderen Sportarten, auch in Einzelsportarten, Leistungssport, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, bei sich zu bleiben. Und wir hoffen, dass wir diese Form der so einer entspannten Konzentration beibehalten können, dass das eine Haltung wird für unsere Mannschaft und für unsere Art, miteinander umzugehen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir morgen bereit sind für den nächsten Schritt. Herr Wolfsgruber vom Fokus. Man merkt, dass Sie mit Bedacht, dass wir immer wieder benutzen und das ich vermeiden. Aber sind Sie denn persönlich, Politiker fragt man das nach 100 Tagen, Sie kann man das vielleicht nach 10 Pflichtspielsiegen fragen, sind Sie persönlich in Dortmund angekommen jetzt? Ja, ich würde sagen, ja. Aber es hilft natürlich, gemeinsame Erfolgserlebnisse zu haben. Ich formuliere das im Wir, weil ich weiß, dass ich nicht alleine angekommen bin, sondern zum einen natürlich Familie, aber ich formuliere das Wir vor allem für mein Trainerteam und für das Wir, den ganzen Staff, für die Offenheit, die Unterstützung, die wir bekommen von allen, die geblieben sind im Staff, die lange Jahre auch mit anderen Trainern und vor allem natürlich auch mit Jürgen gearbeitet haben und die Offenheit auch an den Tag gelegt haben, um sich auf was Neues einzulassen, um sich auch beeinflussen zu lassen von uns und wir auch umgekehrt. Und deshalb ist es ist keine One-Man-Show und es ist kein Ich angebracht aus meiner Sicht der Dinge. Es ist ein Wir und ich bin sehr glücklich, wie wir ankommen durften und wir sind alle im Trainerteam sehr glücklich vom ersten Tag an, wie wir unterstützt wurden und fühlen uns in diesem ganzen Team. Vom Zeugwart zum Busfahrer, wirklich zu den Physiotherapeuten, Ärzten, wahnsinnig wohl. Und das ist im Moment eine Atmosphäre, die Basis legt dafür, dass die Spieler in eine gewisse Ruhe empfinden, glaube ich, eine gewisse, die nötig ist, um dann sich auch abzuprüfen, um sich dann auch den Ansprüchen zu stellen, die wir natürlich sportlich an sie auch haben. Und die sind hoch und die sind auch nachhaltig und wir lassen sie da auch nicht raus. Und dafür ist so eine Atmosphäre ganz wichtig. Björn Pinno, Radio 91.2. Trotzdem, also Sie sind ja als Herausforderer der Großen angetreten hier. Jetzt ist man nach 10 Siegen Tabellenführer der Liga und selber der Gejagte inzwischen. Sogar die Bayern jagen wieder Borussia Dortmund. Was macht die Situation jetzt anders? Gar nichts, weil es nicht wichtig ist, ob wir im Moment Erster, Zweiter oder Dritter sind, ob noch irgendeine Mannschaft auch 4 Spiele gewonnen hat und 40 Tore dabei geschossen hat, ist egal. Ist einfach, was nicht egal ist, ist das, was wir da gerade leisten und dass wir uns das bewusst sind, wie viel wir dafür investieren. Das ist wichtig. Die veränderte Rolle, die hat sie nicht, ich finde, die noch nicht verändert. Und wir haben es ist ja zweifellos ein großer Club, also Borussia Dortmund, und das ist uns auch völlig bewusst. Aber es geht ja darum, es ging darum, wirklich die Ansprüche erstmal realistisch zu formulieren und auch klar zu formulieren, zu sagen, wir fordern die nationale Spitze heraus. Und die nationale Spitze waren letztes Jahr 4 andere Teams, zu Recht. Und diese Teams haben letztes Jahr
sich auch daran gewöhnt zu gewinnen. Und das daran zu gewöhnen, steckt einfach wahnsinnig viel Arbeit drin. Und dieser Geist, der da entsteht, so dieser Klebstoff, das wurde zu einer Haltung für diese Teams. Und deshalb müssen wir nachhaltig und konstant da dranbleiben, um uns diesen Nimbus zurück zu erarbeiten, damit der auch am Ende der Saison ablesbar ist. Wir bekommen am Ende der Saison das, was wir verdienen. Und bis dorthin ist ein Weg zu gehen. Wir sind auf diesem Weg und es gilt, da drin zu bleiben. Das ist die große Kunst und dürfen uns nicht verrückt machen lassen davon, ob wir vor Bayern stehen, hinter Bayern stehen, ob noch jemand dazwischen steht, sondern das, was wir dort einbringen, wollen wir wertschätzen und das wollen wir immer wieder haben. Und das ist dann, glaube ich, nachher auch die Kunst. Die letzten beiden Fragen für den heutigen Tag. Wir gehen zu Reuters, bitte. Herr Tuchel, der BVB beteiligt sich ja morgen an der Flüchtlingsaktion. Erste Frage, wie finden Sie die Aktion? Zweite Frage, die Aktion ist recht umstritten, auch innerhalb der Fans des BVB. Es gab am Donnerstag entsprechende Protestbanner, die da nicht mitmachen wollten. Was sagen Sie dazu? Und die dritte Frage ist, der FC Pauli daran nicht teilnimmt, wurde dafür kritisiert. Ein Verein, mit dem Sie vor ein paar Wochen noch ein Testspiel gemacht haben, das sich für Flüchtlinge einsetzt. Wie berechtigt ist die Kritik? Und dann fangen wir von hinten an, weil das am kürzesten, die Kritik an St. Pauli ist völlig unberechtigt. Punkt oder Ausrufezeichen, das steht wohl fest. Wenn es einen Club gibt, der dort vorbildlich immer wieder über den Tellerrand schaut, dann ist es, denke ich, auch der FC St. Pauli. So, deshalb ist die Kritik nicht angebracht. Das ist, glaube ich, klar oder zumindest aus meiner Sicht klar. Die Aktion grundsätzlich beruht ja auch auf einem Solidaritätsprinzip der Liga. Deshalb machen wir dort auch mit. Die Aktion Refugees Welcome an sich finde ich nicht zu diskutieren. Die heißen wir für gut, weil sie basiert auf Mitmenschlichkeit, auf Hilfe, auf Respekt, auf dem, was Menschsein ausmacht und was das Leben ausmacht. Darüber, finde ich, gibt es nichts zu diskutieren. Das sind Werte, nach denen wir streben und die Menschen auch immer wieder dann, finde ich, auch in einer großen Masse entdecken, wenn außergewöhnliche Situationen eintreten, deren Auswirkungen wir im Moment mit dem Flüchtlingsstrom einfach ganz, ganz, ganz nah und ganz leibhaftig auch wahrnehmen und erkennen. Über was im Moment, glaube ich, zwiegespalten diskutiert wird und auch werden kann, ist der Medienhype um die Aktion oder um die Art und Weise jetzt dieser Hilfe. Ich glaube, um die Hilfe an sich und dass die Vereine auch prädestiniert sind, Fußballvereine zu helfen und dass Borussia Dortmund ganz viele in ganz vielen kleinen Dingen und auch in großen Dingen, aber auch in vielen kleinen Dingen ohne Scheinwerfer hilft und zwar jeden Tag hilft, ist eine Selbstverständlichkeit. Über was man diskutieren kann, ist natürlich die Aktion und ob das Solidarprinzip dort greift oder nicht greift oder ob das letztendlich eine Imagekampagne für etwas anderes dann darstellt und damit das eigentlich dann wieder überstrahlt. Aber in dieser Diskussion, die natürlich endlos zu führen ist und auch berechtigt in, glaube ich, zwei Lager unterteilt werden kann, überstrahlt sie doch etwas, finde ich, was nicht überstrahlt werden darf, dass es letztendlich um eine Hilfe geht und um Respekt geht und um eine Mitmenschlichkeit geht. So. Deshalb würde ich mich gerne dort rausziehen und nicht noch einen Wortbeitrag dazu liefern und nicht noch einen Beitrag dazu liefern über Pro und Contra, sondern sich zurückzubesinnen. Denn in dem Ganzen geht es, glaube ich, noch viel ursächlicher darum, dass wir politisch an die Ursache des Ganzen müssen und schauen müssen, dass wir die Unterschiede auf der ganzen Welt zum Lebensstandard, zum Bildungssystem, zum Gesundheitssystem so dramatisch angleichen, dass Leute nicht in ihrer Verzweiflung in Boote, Lastwagen und Schlepperbanden hinterherlaufen müssen, um ihre Heimat zu verlassen. Das ist doch das ursprüngliche Chaos und das, was uns alle fertig macht. Stefan Schäuble, Sky Sport News HD. Herr Tuchel, wie sieht es aus mit den Einsatzchancen für Subotic und Bender? Dann als zweites, was ist das Gefährlichste an Leverkusen und warum haben Sie Kevin Campbell gehen lassen? Okay, nochmal eine Viererfrage. Ja, aus den letzten beiden Fragen wurden jetzt fünf. Und nochmal ein harter Break gerade aus dem Thema raus. Okay, kriegen wir es nochmal zusammen, gemeinsam? Subotic, Campbell und Leverkusen war auch noch irgendwie versteckt. Also Subotic wahrscheinlich nein. Nevin hat einen Stich in den Rücken gespürt, der es unmöglich macht, da auch verlässlich zu trainieren.
So, deshalb müssen wir nach wie vor auf ihn verzichten. Konnte gestern nicht trainieren, ist nach wie vor in Behandlung. Manni hat sich leider einen Infekt eingefangen, ist erkältet und war ein Kandidat, jetzt gegen Krasnodar auch zu spielen und wurde da so ein bisschen drum gebracht. Hat da sehr ehrlich und sehr mannschaftsdienlich, wie wir ihn kennen, da verzichtet, obwohl er da noch im Abschlusstraining dabei war, aber da schon gesagt, er spürt, wie dieser Infekt ihn belastet und auch körperlich zusetzt. Hat gestern nicht trainiert, war auch zu Hause, um niemanden anzustecken. Da müssen wir leider davon ausgehen, dass es nicht reicht für morgen. Was wir mit Leverkusen erwarten, oder? War ein Teil dieser Frage? Genau, vor allen Dingen, was das Gefährlichste aus Ihrer Sicht an Leverkusen ist. Und Kevin Campbell. Ich glaube, also das Gefährlichste ist ihre Intensität im Spiel. Das Gefährlichste das wahrnehmbare Markenzeichen ihres Spiels ist ihre Intensität. Alle ihre Aktionen sind nach vorne gerichtet. Alle Aktionen finden in einem hohen Tempo, Klammer auf, in höchstem Tempo, Klammer zu, statt. So, das macht so intensiv. Sie sind extrem laufstark, sie haben viele intensive Läufe, sie verteidigen nach vorne, sie greifen in jeder Sekunde, versuchen sie anzugreifen, Gegner unter Druck zu setzen. Uns und die anderen Gegner zu Ballverlusten auch zu zwingen und auch ein Stück weit ins Chaos zu zwingen. Das ist das, was ihr Spiel ausmacht und worin sie sehr, sehr stark sind. Worauf wir eine Antwort brauchen und Lösungen dafür brauchen und worauf wir uns auch vorbereiten werden. Und warum haben wir Kevin Campbell gehen lassen? Weil er es unbedingt wollte. Und das hat noch nicht ausgereicht, natürlich. Aber er wollte es unbedingt und er hatte ein schlagendes Argument. Deshalb haben wir dem Ganzen schweren Herzens zugestimmt, weil wir mit Kevin eigentlich, oder ich mit Kevin auch ein sehr gutes Verhältnis hatte und wir mit der Entwicklung und der Art und Weise und dem Fleiß, wie er trainiert hat und so sehr zufrieden waren und wir schon uns vorstellen konnten, dass er für uns eine Rolle spielt, die auch noch wichtig werden kann. Aber es war eine andere Rolle, als die er, die ihn jetzt erwartet hat und da liegt natürlich, der Schlüssel liegt bei Roger Schmidt, bei seinem Trainer, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so bei dem Trainer, unter dem er groß geworden ist, wo er einfach eine besondere Art des Vertrauens spürt. Und ich kann als Trainer, wir haben dann zum Schluss nochmal drüber gesprochen, auch unter vier Augen, ich kann das nachvollziehen, was Kevin damit meint und ich kann das kann man auch nicht einfach bieten oder gleich bieten, sondern das hat man oder man hat das auch nicht und dort gibt es eine sehr, sehr enge Bindung und ein sehr extrem hohes Vertrauensverhältnis und natürlich in dem ruhigen Umfeld von Leverkusen war das eine Möglichkeit für ihn ganz am Schluss der Transferperiode oder sehr spät, die für ihn wenig Risiko beinhaltet hat und auf einem extrem hohen sportlichen Niveau viel Schutz und viel Schutz, die er auch braucht, geboten hat, um Top-Leistungen zu bringen. Deshalb ist mir schon klar, dass er dort gut sein wird. Was anderes würde mich jetzt sehr wundern. Und wir waren aber auch selbstbewusst genug, dass er für uns gut werden kann. Aber trotzdem haben wir dann am Ende für dieses Argument oder ich persönlich dann auch grünes Licht gegeben, um ihm den Schritt da dort zu Roger Schmidt und damit auch zu Leverkusen zu ermöglichen. Kevin hat mir damals versichert, dass es für keine andere Konstellation er darum gebeten hätte, wechseln zu dürfen. Das glaube ich ihm auch, habe keinen Grund daran zu zweifeln und so habe ich es auch wahrgenommen, wie wir bisher miteinander gearbeitet hatten bis zu diesem Zeitpunkt. Aber dadurch, dass das Angebot dann kam und so konkret wurde, haben wir ihm zugestimmt. Das waren die letzten Fragen für den heutigen Tag. Ich darf mich ganz herzlich für das Interesse bedanken und sage bis morgen 17:30 Uhr hier im Signal Iduna Park. Tschüss.